Manchmal startet man mit großen Ambitionen in ein neues Abenteuer. Man verlässt die gewohnte Umgebung mit Aussicht auf schönes Wetter und tolle Natur. Und dann geht irgendwas schief und man muss seine Pläne aufgeben. Warum wir unsere Weitwanderung diesmal nicht durchziehen konnten und wie wir mit der Situation umgegangen sind, das erfährst du in diesem Video. Hallo und Grüße aus Schwarzenberg. Ja, dass ihr flatter dabei, wie ihr wisst, aber wo es heute hingeht, wisst ihr nicht. Und zwar geht es auf den Nordwaldkammweg. Zum Dreisesselberg nach Deutschland hinaus und übers Dreiländereck wieder zurück bis zum Nebelstein. Und dann nehme ich auch von mit, weil es ist nämlich auch da wieder einmal viel Autoverkehr. Oberschwarzenberg, Dreiländereck, Blöckenstein, steinernes Meer, Dreisesselberg, 3 Stunden 30 von da aus. Naja. Der Nordwaldkammweg ist tatsächlich einer der großen 10 und außerdem sogar der älteste Weitwanderweg in Österreich. Wir wollten den klassischen Nordwaldkammweg mit insgesamt 162 Kilometer an 7 aufeinanderfolgenden Tagen begehen. Unter normalen Umständen ist das für uns keine große Herausforderung, doch diese Tour stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Es begann schon einmal damit, dass es auf unserer 250 Kilometer langen Anreise nirgendwo geregnet hat. Bis 2 Kilometer vor der Endstation. Da kann man auf die Deutschen umschauen. Der Nordwaldkammweg startet an Dreisesselberg in Deutschland. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln aus Österreich ist der Zustieg von Schwarzenberg die günstigste Wahl. Ursprünglich wollte ich auf dem direktesten Weg zum Dreisesselberg zusteigen. Doch in Oberschwarzenberg hatte ich von Regen und Asphalt die Schnauze voll und so wählten wir den Weg über die Teufelsschüssel. Schon hier war eine zusätzliche Überlegung, den bekannt schwierigen Übergang über die alpinen Blockfelder des Steinernen Meers eher mit frischen Kräften zu machen und dafür dann vom Dreisesselberg aus die Umgehung über die Hochstraße zu wählen. Ja, sehr idyllisch geht's da los. Aber auch ordentlich steil. Da im Bereich der Teufelsschüssel, ein wunderschöner Rastplatz. Ein Gipfelkreuz mit Aussicht, da schauen wir jetzt hinauf, oder? Ja, ist eine eindrucksvolle Steinformation da. Richtig cool. Willkommen auf der Teufelsschüssel. Jetzt weißt du, warum das Teufelsschüssel heißt. Schau mal, was da für Schüsseln sind. Ja, auf über 1100 Meter hat man Aussicht auf diesen Hauptkamm da hinten. Da müssen wir rauf. Auf diesen Höhenzug dort. Definitiv sehr hübsch. Aber der Rastplatz unten ist für Essen und Trinken sicher besser. Der Wald macht es ordentlich feucht und schwül, das haben wir jetzt beim Aufstieg ziemlich gemerkt. Und 200 Höhenmeter ungefähr fehlt uns noch ein bisschen mehr und dann sind wir am Dreisesselberg. Ein schöner Rastplatz war das, gell? Ja.
Keine Schwimmstunden nehmen. Zunächst schaut so aus, als hätten wir alles richtig gemacht. Das Wetter wird freundlicher und der Zustieg über die Teufelsschüssel ist landschaftlich sehr empfehlenswert. Doch das Glück bleibt uns leider nicht hold. Zum Nordwaldkammweg. Diese blauen Markierungen da mit diesem Kamm, das ist unsere Markierung. Schön vorsichtig gehen, gell? Dunkle Wolken könnten nur einmal von nahe in den Regen schauen. Leider gibt sie meine Mama von meinen meteorologischen Fähigkeiten ziemlich unbeeindruckt. Ist ein kluges Kerlchen. Gell? Da lacht der Nordwaldkammweg, schon. Da ist fast ein Eis dabei, ja? Ja. Steinernes Meer, schau. Ja, na, deswegen lohnt sich der Zustieg da schon. Da braucht man den restlichen Weg gar nicht mehr gehen, hat man schon ein tolles Erlebnis gehabt. Glaubt's mir, im Nachhinein hätte ich die Worte am liebsten nie gesagt. Der Untergrund ist durch den Eisregen ordentlich glitschig geworden und meine Mama rutscht noch vor der Querung des Steinernen Meers auf einem Felsen aus, fällt auf die Hüfte und zieht sich eine leichte Prellung zu. Sie ist hart im Nehmen und kann zunächst weitergehen. Und sie will auch unbedingt weitergehen. Bevor ihr nun urteilt, nein, der Weg ist meiner Mama unter normalen Umständen nicht so schwer. Sie ist alpin erfahren, auch in leichter Kletterei und kann immer noch Touren bis SAC T4 meistern, wie viele meiner Videos beweisen. Nicht erschrecken, gell, da. Ja, schaut's einmal. Mühsal auf den Steinen, aber belohnt mit einer tollen Aussicht. Unbestritten ist der Reiz der Landschaft selbst nach Sturm und Borkenkäfer. Es ist auch schön zu sehen, wie sich die Natur erholt und ein neuer Wald aus Fichte und Eberesche emporstrebt. Nur für meine Mama, die sich schon lange auf diese Tour gefreut hat, wird das alles zum Leidensweg. Ja, ich glaube, dass die Bäume da zum Teil zu alt sind. Da kann das Borkenkäferereignis nicht ganz durchgeschlagen haben. Aber da scheinen ein paar kleinere Bäume stehen geblieben zu sein, wie das war. Ja, der Weg zum Dreisesselberg ist jetzt wirklich zum Teil arg mühsam. Da ist dermaßen nass, dass wir da immer wieder mal Umgehungen brauchen, damit wir einfach sonst gar nicht vorwärts kommen. Ja, große Teile vom Weg schauen so aus. Und dann werden wir auch vom Dreisesselberg dann eine andere Variante zurücknehmen. Passt. Genau, sehr gut. Jetzt noch irgendwann tut da mal. Aus der halt. Naturschutzgebiet Hochwald am Dreisessel. Lebensraum der Auerhühner. Da endlich sind wir auf einem befahrbaren Weg. Es war jetzt über Gebühr mühsam.
Dreiländerecke war der Albert-Stifter-Steig. Ja. Also da hinauf. Jetzt sind wir offiziell am Start. Toll, oder? Also jetzt schleppe ich den Bello noch auf den Hochstein. Da sieht man jetzt nach Tschechien hinein. Da rockt er, der Hochstein. Als Ausgangspunkt vom Nordalbkammweg. Die Aussicht wirst du loben. Du musst aufpassen, dass du den Hut nicht holst, gell? Du bist aber schon froh, dass du hier gekommen bist, oder? Ja. Wir sind also jetzt am Startpunkt unserer Wanderung. Noch immer in 5 Stunden sehr mühsamen Zustieg. Ganz ehrlich, das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Ich habe allerdings auch ursprünglich nicht geplant gehabt, das Ganze über das Steinerne Meer zu begehen, sondern weiter unten zuzusteigen. Und genau das ist jetzt der Rückweg, den wir wählen werden. So, nach ausgiebiger Rast geht es also jetzt los für uns auf dem Nordwaldkammweg. Etappe 1. So, Berggast auf 3 Sessel. Das schaut sehr leer aus, gell? So, Nordwaldkammweg E6. Das ist nur genau der Kamm da hoch. Alles andere im Böhmerwald. Da war jetzt der Hochkamm, der abzweigende. Das war aber da jetzt bergauf und dann immer über die Höhe drüber und das werden wir jetzt angesichts des Windes auslassen. Oberschwarzenberg, Österreich. Es schaut wesentlich ziviler aus. Auf diesen Bildern wird zum ersten Mal sichtbar, dass meine Mama nur noch unter Schmerzen vorankommt. Sie ist deutlich langsamer als sonst. Gemeinsam mit veränderter Routenwahl und dem Unterstellenvorteil starken Regen sind wir inzwischen mehr als 2 Stunden hinter Plan. Oberschwarzenberg Parkplatz. Themenwanderweg Adalbert Stifter. Aha. Eigentlich wollten wir heute zumindest Holzschlag erreichen, doch das wird zunehmend unrealistisch. Grenzübergang Oberösterreich. Hat der Sturm auch gewütet, hä? Ja, sehr, sehr braune Birke. Wäre spannend, wie das zustande kommt, hä? Ja, da sind die Ausläufer vom Steinernen Meer, jede Menge Steine, schau. Magst du sitzen? Demnächst Teufelsschüssel, Oberösterreich. Wegbeschreibung zum östlichsten Punkt Bayerns. Das ist ein bisschen mühsamer da. 3 Sessel. Da sind wir vorhin aufgerannt. Nordwaldkammweg Holzschlag. Ein kleiner Exkurs zur Rechtslage in Österreich. Laut Forstgesetz von 1975, § 33 Absatz 3, ist das Lagern im Wald bei Dunkelheit ohne Zustimmung des Grundeigentümers nicht gestattet. Da kann man ja auf der Seite gehen, ist kein Problem.
Und ja, auch eine offene Unterstandshütte zählt vor dem Gesetz als Wald. Das dürfte vielen nicht bewusst sein. Unsere Übernachtung war nicht geplant. Wir hätten vorher doch keine Möglichkeit gehabt, den Grundeigentümer zu ermitteln und zu kontaktieren. Erste Vorstraßenklärung. Man kann übrigens da auf der Vorstraße ansteigen und drüben ansteigen, auch wenn es da lieber ist. Unsere mitgeführte Ausrüstung war auf das Übernachten in Schutzhütten mit Lagern ausgelegt, wo derzeit Covid-bedingt Schlafsackpflicht herrscht. Schau, da war ein Hüttel. Schauen wir da mal hin. Bei Nachttemperaturen um 5 Grad mussten wir alles anziehen, was wir hatten, um einigermaßen Schlaf zu finden. Nächster Abfallbehälter am Parkplatz Holzschlag. Das wäre eine Unterkunft für die Nacht. Die Zwieselhütte ist es. Erbaut 1995 von der Böhmerwaldwerkstatt in Schlegel. Und jetzt geben wir die Hand. Die andere war vielleicht gescheiter gewesen. Was? Das Gerät. Hä? Tut nachgeben. Ja, das reicht uns, oder? Bänke, die groß genug sind zum Schlafen und der Tisch. Passt. Du fühlst dich ja nicht einsam, oder? Nein. Also, Zwieselberghütte. Und jetzt arbeitet auch da bei der Stifterquelle und ein bisschen Wasser organisieren, weil wir sind nämlich leer. So, Adalbert Stifterquelle. Na dann, Adalbert Stifterquelle. Okay. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, hätten wir letztlich ohne echte medizinische Notwendigkeit den Notruf wählen und uns aus dem Wald holen lassen müssen. Ja, da sprudelt sie, die Adalbert Stifterquelle. Ich glaube, da können wir getrost zuschlagen. So, reineres Quellwasser kann man sich kaum vorstellen. Schauen wir mal, was es bekommt. Ja, und da ist die Beute drinnen. Ob durch einen Rettungseinsatz Wild und Wald weniger Schaden entstanden wäre als durch unseren Aufenthalt in der Hütte, muss der Grundeigentümer bzw. die Behörde beurteilen. Es ist also ein richtig versöhnlicher Ausgang eines sehr anstrengenden Tages geworden. Jetzt hoffen wir nicht mehr, dass wir gut schlafen. Ne? Wir haben unsere erste Etappe also in der Zwieselberghütte beendet, haben unser Schlafsetup aufgebaut, einen Tee genossen, zu Abend gegessen. Und lieber Bella, wie fühlst du dich? Nur momentan schon warm. Okay, geht, oder? Mhm. Ich hoffe, das bleibt so. Ja, ja. Mehr haben wir nicht. Falls man dort dennoch der Meinung ist, dass es ums Gesetz und ums Prinzip geht und nicht um den Wald und wir demnach eine Verwaltungsübertretung begangen haben, werde ich selbstverständlich die Verantwortung übernehmen. Mhm. Müll sagt man unbedingt wieder mitnehmen. Ja. Ja, guten Morgen aus der Zwieselberghütte. Nach einem guten Tee, gell, und nach einer müsli-riegigen Lage. Ja. Die Nacht war anständig frisch, aber unser Bestes getan mit der vorhandenen Ausrüstung. Naja, und jetzt schauen wir mal, was uns heute erwartet. Zunächst einmal auf jeden Fall ein Forststraßenerlebnis. Ja, die Hütte sauber hinterlassen. Geht's also los für uns. Bella orientiert sich an den Wegweisern. Du wirst das nicht glauben, auch da vorne sind Wegweiser. Papa, Zwieselhütte. Hast uns gute Dienste geleistet. Schau, da noch mehr Wegweiser. Nordwaldkammweg 105. Und bist du heute frohen Mutes? Ja. Das ist gut. Bis jetzt dann. Wir sind ja immerhin schon fast 300 Meter gegangen. So viel? Ja, und bergab auch noch. Nein. Wir gehen uns wieder bergauf. Ultimativ werden wir heute trotzdem absteigen. Zunächst scheint es fast so, als hätte unsere Entscheidung, eine Nacht auszuruhen, unsere Tour gerettet. Doch diese Hoffnung zerschlägt sich bald. Achtet auf das Gangbild meiner Mama. Schau, da gibt es die Abzweigung zum Lisebild und zur Adalbert Stifterquelle. Ui, das ist ja ein riesen Forststraßen-Autobahnkreuz. Hm? Schau mal, wie dünn und hoch da die Fichten ist. Viel Flugverkehr. Sonst hört man nichts von den Menschen, aber die Flugzeuge, die hört man alle. Schau, eine Abzweigung.
auch eine offene Hütte. Es ist ein Klo. Ja, es ist ein Klo. Zwei Klo sogar. Das ist, glaube ich, die Staatsgrenze, oder? Grenzübergang Blöckensteiner See. Und da ist auf der anderen Seite auch der Grenzübergang auf der tschechischen Seite. Republik Österreich Grenzübergangsstelle, ja? Ja. Wir sind hier. Und wir gehen jetzt da auf Vierer. Und dann gehen wir da auf, also den blauen Folgen dann. Umleitung. Achtung, Umleitung R27 und 804 und Wanderwege wegen Holzarbeiten über Gasthaus zum Überleben forstliches Sperrgebiet. Na gut, dann müssen wir die Umleitung gehen. Ja, die Umleitung geht sich äußerst wortkarg über ihren Verlauf und über ihre Länge. Spätestens bei der Umleitung wird klar, dass es so nicht weitergehen kann. Bedenkt übrigens, dass wir am Vortag bei einem möglichen Versuch, den Wald zu verlassen, bis jetzt immer noch keine Straße erreicht hätten. Und zwar bei Weitem nicht. Gasthaus zum Überleben in 20 Minuten. Und wo die Umleitung jetzt geht, soll ich sagen, sonst nicht, gell? Schon ein Pfeil. In Ermangelung einer offiziell ausgewiesenen Umleitung sagen wir jetzt einfach einmal, dass wir da direkt aufsteigen. Ja, mir ist natürlich bewusst, dass diese Art der Umleitung eine beträchtliche Abkürzung darstellt. Aber so schwer, wenn wir es gestern gehabt haben. Kann man das im Sinne meiner Mama ruhig einmal machen. Ja, wenn so Skipisten keine Bergesziele sind, aber man hat den großen Vorteil einer schönen Aussicht. Einmündung vom Originalweg, schon? Kurz nach der Einmündung nehme ich meiner Mama den Rucksack ab und suche einen Wanderstock, aber es hilft alles nichts mehr. Sie kommt nur noch unter Schmerzen vorwärts und ihr Gang wird unsicher. Auf dem nun folgenden Terrain ist es nicht mehr akzeptabel. Ja, leider, Baum gestürzt. Umgehung. In Zeiten wie diesen mag meine Mama nur in absolut lebensbedrohenden Fällen zum Arzt oder ins Krankenhaus. Das ist natürlich mit ein Grund, warum für sie ein Rettungseinsatz nicht in Frage kommt. Vernünftig ist es zu dem Zeitpunkt wohl nicht. Aber ich kann ja auch nicht gut gegen ihr Selbstbestimmungsrecht handeln. Mental spielt dabei natürlich eine Rolle, dass sie nicht nur selbst unbedingt den Weg gehen wollte, sondern auch mir den Urlaub nicht verderben. Ganz egal, wie absurd diese Vorstellung erscheinen mag. In gewisser Weise ist ihr Leidensweg also auch tatsächlich zur Einsicht nötig. Sie hätte sich immer Vorwürfe gemacht, wenn sie nicht wirklich alles probiert hätte. Und ich hätte nichts sagen können, um diese Zweifel zu zerstreuen. Aha, überleitern, na gut. Der Stingelfelsen. Wirklich schöne Aussicht habe ich da mitgebracht. Ja, da am Stingelfelsen ist jetzt die Zeit gekommen, um eine Entscheidung zu treffen. Dem Bello, dem geht es gar nicht gut nach einem Sturz gestern schon auf die Hüfte und auf den Rücken. Und das ist leider über Nacht immer schlimmer geworden und jetzt da während der Tour. Und damit haben wir beschlossen, wir brechen die ganze Geschichte ab. Armer Bello. Ja, für alle Nordwald-Kammweg-Aspiranten gehen jetzt, da oben weiter. Wir hingegen nehmen da jetzt diese Maschinenweg. Bis zur Schneisen vor. Ja, schöner Ausblick hat man, gell? Thank you.
Ja, das stimmt doch persönlich, oder? Ja, schöner waren wir da nicht mehr hier. Na, schau, was der Stäbli ist, der Wahnsinn. Die letzten Kilometer ziehen sich zu einem Zustand unglaublich und ich versuche alles, um sie wenigstens ein bisschen aufzuheitern. Doch man kann förmlich zuschauen, wie sich meine Mama immer mehr zusammenkrümmt. Schau, da gibt es Selbstbedienung. Die Frage ist, ob man da Brennholz machen darf oder was ist da? Ja, da kommt der Nordwaldkammweg runter und da geht's weiter. Das Steigerl da ist im aktuellen Zustand für Bello kein Vergnügen, aber wir sind fast da. Wer diese Bilder sieht, wird wohl unsere Entscheidung zur Übernachtung verstehen, auch wenn sie unsere Tour nicht gerettet hat. Und man mag es kaum glauben, aber mit Schonung haben sich die Beschwerden meiner Mama rasch gebessert. Nach 3 Tagen war sie praktisch wieder ganz die Alte. Und ja, sie kann sich inzwischen wieder ganz normal bewegen. Auch wenn wir diese Tour nicht wie geplant beenden konnten, mit großem Respekt verneige ich mich vor Bellos Disziplin und Härte mit sich selbst. Und der Nordwaldkammweg hat uns sicher nicht zum letzten Mal gesehen. Information. Ja, lieber Bello, du tust mir ja sehr leid, aber du hast dich heroisch da auch gekämpft. Das waren doch noch einige Kilometer, ich hab's eh gesehen. Fazit? Arsch. Hast du so, anders vorgestellt, gell? So äußere ich mich nicht, aber. Ja. Also, wir hätten uns auf eine schöne Tour gefreut, die werden wir nachholen. Und von daher hast du nicht mehr. Ich bin gerade dabei. Und ich bin Und vielleicht sichten wir es mal auf einer anderen Tour.